Leicht, modern und überall verfügbar, E-Scooter werden seit ihrer Einführung als Teil der modernen Verkehrswende gefeiert. In den Städten sind sie mittlerweile aber auch das. Nervige Stolperfallen, achtlos abgestellte Hindernisse. Um dem Herr zu werden, will Düsseldorf heute die Zügel anziehen. Jetzt live aus Düsseldorf. Ihre Lokalzeit mit Jens Krepeler. Ja, ganz herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Jugendliche sind damit genauso unterwegs wie Anzugträger auf dem Weg zum nächsten Termin. Aber so beliebt die kleinen E-Roller sind, der Wildwuchs in Düsseldorf, der geht vielen auf den Keks. Deswegen berät der Verkehrsausschuss in diesen Minuten darüber, die Regeln für die E-Scooter zu verschärfen. Denn es sind einfach viele in Düsseldorf unterwegs. Schätzen Sie doch mal, wie viele? Oh. Schätzungsweise 8000? Gefühlt Tausende, weil sie überall im Weg stehen und dadurch natürlich auch auffallen. 1000? Ich bin gerade erst wieder nach Düsseldorf gezogen, keine Ahnung. In Berlin an jeder Straßenecke, hier wahrscheinlich auch. 500 bis 1000? 12.700. Wow! Genau, wow! 12.700 Leih-E-Roller sind in Düsseldorf genehmigt. Und immer wieder landen welche davon in der Einfahrt von Kurt Pitsch. Der wohnt in Lörrick und ärgert sich meist nach den Wochenenden über achtlos falsch geparkte Scooter vor seiner Garage oder in seinem Garten. Es ist ärgerlich. Ich habe die jetzt ja schon aus den Büschen geholt. Die lagen ja hinten drin im Gestrüpp drin. So, und dann, der stand auch gestern noch hier. Stand. Jetzt liegt er wieder. Die liegen hier schon seit bestimmt einer Woche, anderthalb Wochen. Ja, ich habe jetzt gestern mal beim Ordnungsamt angerufen und wollte wissen, wer jetzt dafür zuständig ist. Hat man mir keine Auskunft geben können. Das soll sich ändern. Im Verkehrsausschuss wird heute beraten, wie E-Scooter-Anbieter künftig mehr in die Pflicht genommen werden. Denn das Chaos mit den Rollern sorgt immer wieder für Ärger. Wir wollen den Zustand auf den Straßen und auf den Gehwegen insoweit ändern, dass die Miete nur noch in bestimmten Bereichen, also ein stationärer Ort, beendet werden kann. Dazu müssen wir natürlich auch Flächen schaffen für die Scooter, damit sie eben nicht einfach auf Bürgersteigen in Grundflächen liegen gelassen werden. Also ich glaube, die Betreiber haben sich bisher einen lockeren Fuß gemacht. Die haben nämlich einfach gemacht. Wir haben 13.000, Köln hat die Hälfte, also das ist zu viel. Und das müssen wir jetzt in der Tat regulierend anders gestalten. Insofern ist jetzt eine neue Phase eingeläutet. Bimmel, bimmel. Leute, Augen auf beim Eierkauf. Wir machen es jetzt besser. Anbieter wie Leim finden einige der neu geplanten Auflagen unverhältnismäßig. Der Verleiher Tier aus Berlin schreibt uns, anstelle von stärkeren Regulierungen und der Begrenzung der Anzahl der Fahrzeuge sollte der Fokus darauf liegen, E-Scooter besser zu integrieren und die dringend benötigte Infrastruktur auf- und auszubauen. Nur so können Konflikte vermieden und eine Verkehrswende gelingen, sagen die Betreiber. Es gibt noch einiges zu tun, sagt auch Kurt Pitsch, vor allem in seiner Einfahrt. Die Roller loszuwerden ist nämlich gar nicht so einfach. Ordnungsamt hat eine Telefonnummer von den Anbietern, aber die dürfen sie nicht rausgeben. Was heißt das jetzt? Ja, die Dinger bleiben stehen oder wir entsorgen die in der Tonne. Nee, jetzt im Ernst? Ah, Sachbeschädigung. Also besser nicht. Er versucht weiter, die Verleiher zu erreichen, damit die ihre Roller endlich einsammeln.